Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liborius Kids, dem Kinderkirchenkanal der Liboriuskirche. Heute die Geschichte von David, wie aus einem Kleinen mit Gottes Hilfe ein ganz Großer wird. David war ein Hirtenjunge, der jüngste von 8 Söhnen. Er lebte mit seiner Familie in Bethlehem. Dort hütete er die Schafe seines Vaters Isai. Jeden Tag führte David die Schafe auf die Weide. Er sorgte für sie und bewachte sie. Wenn sie Durst hatten, führte er sie zum Brunnen. Und wenn ein wildes Tier kam, um eines der Schafe zu fressen, vertrieb er es mit seiner Steinschleuder. Meistens war David alleine mit seinen Schafen. Wenn es nichts zu tun gab, nahm David seine Harfe und spielte darauf und sang dazu. David sang gerne, zum Beispiel das Lied vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David betete auch. Er glaubte an Gott. Gott war für ihn wie ein guter Hirte, der uns Menschen beschützt und bewacht. David spürte, dass ihm das gut tat, zu beten und auf Gott zu vertrauen. Er war zwar klein, aber wenn er auf Gott vertraute, bekam er plötzlich ganz viel Mut und traute sich vieles zu. Eines Tages waren alle ganz aufgeregt. Ein Krieg war ausgebrochen mit den Philistern. O je, riefen alle ganz erschrocken, was wird aus uns? Die Israeliten hatten große Angst. Die Philister waren damals ein mächtiges Volk, viel stärker als die Israeliten. Sie hatten gut ausgebildete Soldaten mit Schwertern und richtigen Rüstungen und sogar Pferde. Das alles hatten die Israeliten nicht. Und nun rückten die Philister mit einem großen und mächtigen Heer gegen die Israeliten vor. Einer der Philister hieß Goliath. Er war ein besonders großer und starker Krieger. Jeden Tag stellte er sich vor das Lager der Israeliten und rief: Wer wagt es, mit mir zu kämpfen? Ich bin der Größte und Stärkste und viel stärker als ihr. Die Israeliten kamen zusammen und berieten sich. Aber sie hatten keine Idee, wie sie sich gegen die Philister wehren sollten. Sie glaubten, dass alle Philister so riesig und gefährlich waren wie jener Goliath. So vergingen mehrere Tage. Da kam David zufällig vorbei und hörte, wie Goliath die Israeliten herausforderte und sogar Gott beschimpfte. Goliath rief: Hilft euch denn euer Gott nicht? Das wurde David zu viel. Dagegen wollte er etwas unternehmen. Der kleine Hirtenjunge David ging zu den Erwachsenen. Er spürte ihre Angst. Da kam ihm eine Idee. Ich will gegen Goliath kämpfen, sagte er. Die anderen schauten ihn erstaunt an. Du, riefen sie, aber du bist doch nur ein Kind und du bist ganz klein. Was kannst du denn schon gegen einen Riesen wie Goliath ausrichten? David antwortete ganz ruhig: Gott ist mein Hirte, sein Stecken und Stab helfen mir. Gott hilft mir und deshalb werde ich den Goliath besiegen. David setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott.
Er nahm seine Steinschleuder und lief Goliath entgegen. Als Goliath den kleinen David kommen sah, bekam er einen Lachanfall. »Ha, ha, ha! Was willst du denn hier, du Wicht? Mehr als dich haben deine Leute nicht zu bieten? Komm her, ich schlag dich tot!« Aber David nahm blitzschnell einen Stein, legte ihn in die Steinschleuder und warf. Der Stein traf Goliath am Kopf, dort, wo ihn der Helm nicht schützte. Goliath stürzte tot zu Boden. Als die Philister das sahen, bekamen sie einen Riesenschrecken. Wenn schon die Kleinen bei den Israeliten so tapfer waren wie David, wie würden dann erst die Großen sein? Deshalb liefen sie schnell weg. Die Israeliten aber jubelten. Sie hatten gesiegt. David aber war der Held des Tages. Er hatte auf Gott vertraut und gewonnen. Nun waren ihm alle dankbar. Ja, Gott, du bist wirklich mein Hirte, dachte er sich. Manchmal fühlen wir uns ganz klein, so wie der David. Und wir denken, irgendetwas ist so groß und so riesig und so drohend und gefährlich. Dagegen können wir gar nichts machen. Aber wir können auf Gott vertrauen. Wir können zu Gott beten und uns ihm anvertrauen mit unserem Gebet. Und dann merken wir auf einmal, dass dieser Riese, diese Angst, die ich da habe, gar nicht so groß ist. Das lerne ich aus der Geschichte von David, der den Riesen Goliath besiegte. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr die Riesen, die euch manchmal gegenüberstehen, auch besiegen könnt. Lieber Gott, du bist unser guter Hirte. Ich muss mich vor nichts fürchten. Ich muss keine Angst haben. Ich kann zu dir beten und dir alles sagen, was mich bewegt. Wenn etwas Drohendes und Gefährliches auf mich zukommt, kann ich darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Gott sei du immer bei mir, dann bin ich nicht allein. Amen. Liebe Kinder, ich hoffe, euch hat unser kleiner Film über den David und den Goliath gefallen. Der nächste Film, Liborius Kids, ist wieder am zweiten Sonntag im Monat. Herzliche Grüße vom ganzen Liborius Kids Team und bleibt gesund und behütet. Und so segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.